Schwester Warum wird gesucht? Ja, bist du nicht geflohen? Die hat sogar eine Telefonnummer drin, ne? Kannst du ja mal anrufen. Ja, mach ich jetzt auch. Pilze macht die gerne. Kannst du dich ja irgendwo mit ihr treffen. Ja, dann vor, dann aber an. Schlechten Menschen geht's immer. Hola, Senora. Ja, hola, wer ist denn da? Hier ist der Carlos. Ich habe gehört, du hast gerne mit Büschen zu tun. Ich habe da ein lukratives Angebot für dich. Oh, habe ich schon mal was von gehört, ja? Möchtest du mich vielleicht einmal treffen? Ja, es geht nicht um Arbeit, denn von mir. Ich habe ein Angebot für dich. Auf die Stopp da hinten. Hier, da ist nicht mal gespannt. Ich bin aber gerade nicht alleine unterwegs, ne? Aber ich will das nicht mit irgendwelchen Leuten teilen. Das ist ein kleines Geheimnis. Wir können uns schön zu zweit treffen. Hört sich richtig verlockend an. Das denke ich auch. Ich melde mich bei dir. Alles klar. Hasta luego. Hey. Hallo. So, ich habe mich schon mal vorbereitet. Die würde sich demnächst dann mit mir treffen. Wie sieht es bei dir aus? Ja, ganz gut. Ach so. Okay, also folgendes. Das ganze Thema ist hochsensibel, okay? Ich möchte erst mal wissen, ob du vertrauenswürdig bist. Deswegen werden wir uns alleine treffen. Stopp mal. Du hast mich angerufen. Dann wirst du es ja wohl wissen. No. Ich habe nur ein paar Nummern bekommen von Leuten, die öfter mal mit dieser Sache zu tun haben. Und da ich die Nummern bekommen habe, kannst du dir, glaube ich, vorstellen, dass mein Angebot sehr lukrativ ist. Das bedeutet, ich werde dich gleich nochmal anrufen und dir einen Ort nennen. Ich muss erst mal sicherstellen, dass ich nicht verfolgt werde. Du brauchst dich noch nicht auf den Weg machen, ich warte dann auf dich an diesem Ort. Okay, alles klar. Und dann? Und wie gesagt, fahren wir zusammen rum, oder? No, ich zeige dir etwas. Das heißt, da, wo wir uns treffen, ist auch der Ort des Geschehens. Sieh, alles klar. Dann bis gleich. Alles klar. Hasta luego. Das wird eine Riesenballerei. Ja, ja, was machen wir schon? Sprechen. Beide das machen? Wir werden es sehen. Ich wüsste ein bisschen von deinem Optimismus. Das ist kein Optimismus, das ist einfach nur Mut. Ich weiß, dass es scheiße wird, aber ich hoffe auf mich, dass ich es durchhalte. Jetzt muss ich aber hier zuhören vom Ort. Ich glaube, kann nicht mehr reden. Vergesst die Rolle nicht aus dem Auto, ja? Hola. Hola. Lol. Ah, sieh. Mit dem Moped. Sieh, natürlich. Okay, wo müssen wir hin? Links, rechts? Du kannst das Auto einfach hier stehen lassen. Was hast du denn da in der Hand, Schönes? Eine Knarre. Und du? Versuchst du mir Angst zu machen? Digga, weißt du, worüber wir sprechen? Na klar habe ich hier mit Knarre rum. Mann, was hast du mit deinem Auge gemacht? Ich bin mit dem Motorrad hingefallen. Ach du Scheiße, du solltest das Motorradfahren aufgeben. Ich sag's dir, wie es ist. Siehst du die Spiegel, wie spitz die sind? Okay, pass auf. Wie gesagt, das ist hochsensibel, was ich dir jetzt sage. Und das geht auch erstmal nur dich an. Ich möchte dieses Produkt ein bisschen vertreiben. Das bedeutet auch, dass du natürlich andere dabei teilhaben lassen kannst, aber nun du weißt die Geheimnisse. Sieh? Ja, die Frage ist nur, was braucht man alles dafür? Pass auf, du machst das ganz normal, komm mit. Ich weiß nicht, ob du dir bewusst darüber bist, was wem alle so, also wer sich so auf den ganzen Routen rumtreibt. Das ist mir relativ egal. Ich habe ein Produkt, ja, was ich das anbiete. Das Ding ist, wenn du dich aber da rumtreibst und dich erwischt jemand, Deswegen treibe ich mich da nicht rum, oder? Ja, ich sag's dir nur. Deswegen sage ich dir, kommt drauf an, was man alles dafür braucht. Siehst du das hier? Was ist das? Die sind eingelegt. Alter, Das ist wirklich eklig. Aber die sind in Formaldehyd eingelegt. Digga, lass mich mal gucken. Riech mal dran. Ich komm da gar nicht hin. Nimm dir eins runter. Warte, ich geb dir hier eins. Ja, ich bin ein bisschen... gib mal her. Ich komm nicht da dran. Riech mal dran. Boah, Alter. Alter, es stinkt einfach durch die Maske. Sieh. Aber verstehst du, was Formaldehyd hier, macht? Hier, du bist zurück. Ja, sieh, ich mach's wieder zu. Das stinkt wirklich bisschen. Es betäubt sogar die Nase, sag ich dir. Sieh? Ich riech nichts mehr. So, und wenn du das trocknest, also du weißt ja, Formaldehyd wird ja auch zur Leichenkonservierung eingesetzt, sieh? Und bei Pilzen, das sind ja Dinge, die Leichen zerstören. Dafür sind die ja da in der Natur. Ja, oder zum Pilze bekochen. Und wenn du diese beiden Extreme, das hat sogar was Poetisches, wenn du diese beiden Extreme zueinander bringst,
und das trocken ist, dann kickt die Scheiße richtig. Scheiße, sind das hast du Magic schon mal genommen? Zugriff! Ran. Passiert? Sag ich bin es, immer noch nicht ganz runter. Sag es, dein Auge ist ausgefallen. No, ich bin da Motorrad gefahren. Weiter. Ja, das würde ich jetzt auch sagen. Ich muss halt wissen, wie scharf das Zeug ist. Das ist ziemlich scharf. Sagst du mir, was ich dafür brauche? Du brauchst die ganz normalen Zutaten, du tust das zusammen und... Was ist das? Was ist hier hast los? Du deine Freunde mitgebracht? Hast du deine Freunde mitgebracht? Ich habe keine Freunde. Ja, hier kommt irgendwas. Was ist das? Ja, alles klar. What the fuck? Hände hoch! No. Hände hoch! Hände ich war das nicht! Hände hoch. Hör auf damit! Hände hoch! Sind das deine Freunde Hände oder was? Hände. Bist du lebensmüde Hände. Oder was? Nimm deine Hände hoch! Hände hoch! Nimm die Hände hoch, verpisst euch hier! Das hat kein Plan! Beruhigt euch doch jetzt alle mal! Hast du die verfickten Kompass mitgebracht? Die Hände hoch! Die Hände hoch! Wer seid ihr verfickt nochmal? Wenn du irgendwas damit zu tun hast, ne? Mitkommen, beide! In die Autos und gleich nach oben versetzen. Beide nicht durchsucht, beide nur gehandfesselt, einpacken, Abfahrt. So, ein mitnehmen hier. Los, ja. Scheißbulle. Die Fresse jetzt, komm. Ich schwöre dir, wenn du damit irgendwas zu tun hast, ich krieg das raus, Bedecker! Drecksbullen, Scheiße. Ja, Mensch, Herr Döpfen, das haben sie sehr gut gemacht. Wie ist das eigentlich so, Handschellen angelegt bekommen zu haben? Das ist voll räudig. Strafe mit Warten verdient. Komm schon. Schönen guten Abend. Frech, oder? So, wir haben uns heute hier versammelt, um die Frau Navarro und den anderen Herrn neben mir zusammenzuführen und die Navarro in eine Zelle zu bringen für eine längere Zeit für Intimität. Also Eigenintimität, damit sie für sich allein ist aus Strafe. Sie können auch noch Sand und Chili-Pulver dazu haben, wenn Sie möchten. Also wenn du mit mir Löffel machst, bin ich dabei. Okay, das habe ich jetzt ja verstanden. Wieso soll ich den jetzt löffeln? Ja, wieso nicht? Nee, du musst die Suppe auslöffeln, nicht ich. Ja, ich brauche noch ein Jahr von Ihnen, damit Sie damit auch einverstanden sind. Wie viel Suppe ist es denn überhaupt? Kriege ich mal eine Antwort? Ja, Wolf. Ich brauche jetzt, ich brauche erst ein Jahr von dem Herrn hier. Sonst kann ich nicht weiterarbeiten. Ja, und dann haben wir deinen Ring dabei. Cockring. Lassen Sie mich schauen. Ohne Ring kein Jahr. Also wenn sie die Handschellen einfach übereinander legen, dann ist das fast wie ein Ring. Ja, das stimmt. Ich jetzt noch ein Jahr. Ich wollte gerade sagen, wir... Was denn, wofür denn jetzt? Ja, Steffen, willst du einen Keks? Das sind komplett durcheinander nee, danke. Ich trigger einfach nur rein. Ja, ist so. Okay, Boris, du hast auch ein Jahr gehört, oder? Ja. Hä? Okay, hiermit erkläre ich sie für Zellenwärter und Häftling. Glückwunsch, wir gehen. Ach, und ich weiß immer noch nicht, warum ich hier bin. So, Frau Navarro. Ja? Ich kann mich immer noch nicht an den Namen gewöhnen. Das macht nichts. Aber das war mir ein inneres Anliegen, sie abzuhandeln. Warum? Na, weil sie polizeilich gesucht werden. Haben wir uns irgendwie, ich habe sie nicht auf, nee, das waren sie nicht. Auf dem Rücksitz oder so bei mir, nee, ne? Bei Ihnen auf dem Rücksitz? Das waren sie nicht, oder? Wissen Sie noch, mit welchen Leuten Sie auf dem Rücksitz waren oder nicht? Ja, das meine ich, ich saß vorne. Also, lass uns das Thema wechseln. Ah, der Geisinger? Ja. Ja, nennen wir es geil, nennen wir es so. Wann war die? Oh, das ist schon 2 Jahre her. Okay, warum bin ich hier? Kann mir das irgendjemand beantworten? Ja, das versuche ich gleich. Wie? Jetzt kommt der nächste und versucht, das war doch schon einer, der es versucht hat. Sie haben eine offene Akte. Und die, richtig, und zwar über Flucht aus Strafgefangenschaft, Sachbeschädigung, gefährliche Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Oh, wie kam das denn alles zustande? Es handelt sich hierbei um den Fall vom... Was ist heute? 14.01. Was war hier, ne? Nicht wirklich. Hätte ja klappen können. Okay, weiter. So, das war am 6. Sie haben auf Kollegen geschossen. Und dabei wurden Kollegen verletzt. Dabei wurde ihr Fahrzeug gestellt, weil es explodierte und die Umgebung zerstört hat. Mein Fahrzeug. Das Fahrzeug, in dem sie mitgehen waren. Meine Fahrzeuge stehen auch zu Hause. Die sind heile und nicht kaputt. Ja. Ah, das war das. Das war unten in das Haus halt. Das ist aber nicht mein Auto. Ja, aber sie wurden mit in dem Auto gestellt. So. Wie komme ich da jetzt raus? Gib mir mal einen nicht. Tipp. Kleinen Tipp. Nee. Also was war da jetzt bei? Also Widerstand, Befreiung? Sachbeschädigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, was habe ich denn kaputt gemacht? Gefährliche Körperverletzung und Flucht aus der Strafgefangenschaft. Was habe ich kaputt gemacht? Ja. Sie waren beteiligt mit diesem Auto, dass die Umgebung... Wahrscheinlich das Bett, wo sie dran gefesselt waren. Das Bett, oder das wo Bett. Ich dran... Nee, ist das Täterfahrzeug. Wie soll ich denn das Bett kaputt machen? Also wild schlafe ich auch nicht, war ja auch bewusstlos. Naja, sie sind aber auch geflohen, ne? Ja, aber die Cops haben mich doch alle abgeschnallt. Ja, ich bin aber auch in ein anderes Auto gestiegen. Ich habe mich vertan. Im Auto.
Ja, dann sind sie ja trotzdem geflüchtet. Aber das war ja nicht mit Absicht. Mal kurz, das sind zwei Cops, so, ich wollte ja mitgehen. Da gehen wir nach draußen, auf einmal voll die riesen Massenschlägerei, so bam, 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 so ratatata. Mhm. Also ohne ratatata natürlich. Und dann hab ich gedacht so, du musst jetzt aber ganz dringend dich mal in Deckung bringen, so. Und dann bin ich wohl irgendwie in einem anderen Auto gelandet. Irgendwie, so. Nachdem sie die bewusste Entscheidung dazu getroffen hatten, mit ihren Händen ein Fahrzeug zu öffnen, sich da hineinzusetzen und die Tür wieder hinter sich zu schließen. Ja, bevor ich auf die Schnauze kriege, ich hatte voll die Brandverletzung. Da haben sie ja hier schon selber die Beweise auch geliefert, ne? Ja, aber ich bin unschuldig, Herr. Ich bin unschuldig. Nee, sind sie nicht. Da. Nein. Man. Wir haben aber das alles in dem Punkt bin ich unschuldig. In dem einen? Komm bitte, den einen. Vielleicht noch halbe Strafe? Nee, auch nicht halbe Strafe. Aber sie sind geflohen, Frau Navarro! Nein, aber die Cops waren eh beschäftigt. Die ja, haben da und ob die beschäftigt sind oder gesagt, nicht? Ja, noch mehr, gib mir mehr. Auch noch mal drauf, ich komme auch noch mal. Ruf die Kollegen, die wollen auch noch prügeln. So war das nämlich. Und ich hatte noch andere Sachen Kein Wort, glaube ich Ihnen. Mach mal Hälfte, komm. Auf alte Zeiten. Auf alte Zeiten, sagt sie. Also, wir haben Sachbeschädigung, Widerstand, gefährliche, also Körperverletzung und Flucht aus Strafgefangenschaft. Ja. Das Ganze ist im Minimalstrafmaß 42.500 und 4 Hafteinheiten. Maximal können sie dafür bekommen 250.000 und 42 Hafteinheiten. Ihr seid so bekloppt. Ohne Witz. Also schon ein bisschen. Wieso? Ja, da das noch nie vorgekommen ist, kriege ich Minimalstrafe. Ja, Moment, Moment, Moment. Eins nach dem anderen, Lady. Jetzt erzählen Sie mir erstmal, warum Sie das bekloppt finden. Das ist voll, das ist eine Riesenspanne. Ja, wissen Sie auch warum? Ja, das ist einfach zu sagen, ja, entweder Sie können direkt wieder raus oder Sie kommen auf den Elektrospur. Nee, es gibt so viele Faktoren, die mit einfließen in die, ins Strafmaß, dass wir diesen Strafrahmen brauchen. Weil Sie aber können ja nicht den jemanden. Ehrlich nicht. Dalton stellt immer Max aus. Ich weiß nicht, wer Max ist. Da haben wir diesen Rahmen zum Beispiel dafür, wenn das bei jemand ist, der mit Mach 7 da durch die Stadt heizt. Ja, ja, das ist unverantwortlich. Wirklich. Richtig. Ne? Und da gibt es dann Maximalstrafe. Deswegen brauchen wir diesen Rahmen. Ja, also wirklich, auf die Straße. Die rasen wie die Bescheuerten da mal durch die ich Stadt. Ich weiß. Und los, komm, wir machen das zusammen. Was denn? Rasen? Wir jagen jetzt die Raser. Komm. Ja, komm. Ma'am, mit Ihrer Akte nehme ich Sie nicht in mein Fahrzeug auf. Da kriegen Sie keinen Ride-Along. Am Ende kitzeln Sie mir noch von hinten am Ohr oder so. Aber nicht mit den Fingern. Wenn Sie das mit den Lippen hinkriegen, dann wäre ich erstaunt. Das meinte ich gar nicht. Oder mit der Zunge, wie so eine Giraffe. Übrigens, ich bin auch eine Giraffe. Ich will nicht wissen. Ja, ich bin ein hohes Tier bei der Polizei. Warte kurz. Tut Ihnen Ihr Gesicht weh? Okay, reicht. Das stimmt auch. Dann besorg mal DOC, bitte. Ja, kümmere ich mich drum. Richtig motiviert, der Herr. Na klar. Sie sind hier sogar schon mal eingebrochen. Gar sagen nicht. Sie mal. Warte, was bin ich? Also, Sie haben schon mal eine gewisse Vorgeschichte. Ja, komm, aber ich habe gesessen teilweise. Hallo. Ja, das ist richtig. Aber verjähren tut ja nur teilweise immer was, ne? Ja, aber guck mal, wie schön der tanzen kann. Gibt ja, zwei, vier, sechs. Was, Doc, hä? Guck mal, das ist der Wiesel, oder? Ja, du meinst mich halt. Doch, der weil du Doc gesagt hast. Ja, er ist Doc, da steht drauf. Ja, DOC aber. Pass mal auf, der macht gleich Körperöffnungsdurchsuchung, Schmuggel. Ich kann ordentlich zudrücken, ich sag's euch. Inhaftierung. Minimalstrafe kann ich Ihnen nicht geben, Frau Navarro. Ach, kommen Sie schon. Nee, geht nicht. Lass uns abstimmen. Wer ist dafür? Ihr seid 31er. Alle. Herzlichen Glückwunsch, wir sind Polizisten. Nein, ich bin Security. Du bist Doc. Richtig. Ich mach's meistens so, dass ich so ein Viertel von der Minimalstrafe raufgehe. Pro Ding, was noch ja, nicht verjährt bei ist. Bei einer Spanne von 1 Million ist ganz schön viel, ne? Nee, es sind 250.000. Ja, maximal. Ist ja fast 1 Million. Das ist 1/4 Million. Ein Viertel. Frau Navarro, wo haben Sie denn rechnen gelernt? Gar nicht, ich war da nicht in der Schule. Ja, hab ich gemerkt. So, also Frau Navarro, das bedeutet, ich mache jetzt 55.005. Okay, das hört sich gut an. Ne? Das kann man sich leicht merken. Das ist eine Schnapszahl. Dann hol ich mir gleich wieder den Schnaps aus dem Doppelraum. Hä, was? Nix. Haben Sie das mitgekriegt, Sergeant? Ich hoffe, er hat ihn dahingestellt. Das ist nur Wasser mit der Farbe, habe ich dem anderen gerade auch schon gesagt. Was haben wir denn da getrunken? Ist ja eklig. Wasser mit dem Mittelfarbe und Alkoholgeschmack. Ja, was denn? Gut, dann wird sich der Kollege jetzt einmal ab. Das lohnt sich doch gar nicht für Dingens. Ja, natürlich lohnt sich das. Na komm, Wiesel. Dann wieseln wir mal. Einmal befummeln, Wiesel. Los. Ey, ne? Wenn die nicht kriminell wäre, das wäre auch ein Sheriff. Sag ich dir, wie das ist. Echt? Finde ich schon, oder? Ja, so von ihrer Art, ne? Ja. Schlagfertig und so weiter?
Ja, von ihrer Art würde die gut reinpassen.